Okay, was könnte das gewesen sein? Ich habe keine Ahnung. Heilige Scheiße, was für ein Horrortrip gerade! Chiron Door, okay. Work with Chiron. Every job well done, well done. Helps defend Chiron. Produktiver Bürger. Vermeiden Sie bürgerliche Degradierung. Bleib aktiv, bewirb dich jetzt bei deinem autorisierten Termin. Termine filtern. Qualifizierung niedrigste bis höchste. Bürgerklasse C. Ach, ist wahrscheinlich so eine Art, ja, Stellenanzeige, wa? Würde ich jetzt mal vermuten. Abfallentsorgungsfachkraft. Berufsbeschreibung. Tägliche Überprüfung der Kanalisation in Bezirken der Klasse C. Ständiger Bereitschaftsdienst für Störungen für Abfallbereitungsanlagen. Durchführung von umfassenden Wartungsaufgaben bei Störungen und Reinigung der entsprechenden Anlagen. Anforderungen. Trotz Schutzausrüstung müssen Bewerber eine außerordentliche Toleranz gegenüber giftigen Gerüchen besitzen. Nasenhöhlenmodifizierungen sind ein zusätzlicher Vorteil. Bewerbern ohne Schutzimplantate wird ein teilweise Sinnesentzugsprozedur angeboten. Aufgrund der häufigen Belastung durch biologische Substanzen werden Fachkräfte täglich biochemischen Scans unterzogen. Jungschädlingsbekämpfer. Hey. Berufsbeschreibung. Führt strenge Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen in stark befallenen Bereichen in Bezirken der Klasse C durch. Übt alltägliche Tilgungsaufgaben mit chemischen und die direkten kinetischen Mitteln aus. Anforderungen. Bewerber müssen körperlich fit sein und außergewöhnliche Ausdauer und Geschicklichkeit besitzen, um Tilgungsaufgaben in schwer erreichbaren Gegenden wie Dächern und Lüftungsschächten durchführen zu können. Aufgrund des hohen Berufsrisikos durchlaufen alle Bewerber eine rigorose Hintergrundprüfung und werden regelmäßig auf geregelte Substanzen überprüft. Lebenserwartung wahrscheinlich minus 20 Jahre. Drohnenfließbandarbeiter. Berufsbeschreibung führt einfache Kontroll- und Wartungsarbeiten mit einer Drohnenfertigungsanlage durch. Anforderungen. Ein grundlegendes Verständnis der Robotertechnik ist ein zusätzlicher Vorteil. Mindestens 2 Jahre Erfahrung in einer Fertigungsanlage erforderlich. Alle Bewerber werden außerdem einer einfachen Hintergrundprüfung überzogen. So, Datenübermittler und dann gibt es noch einen Jungservice-Techniker. Okay, gucke ich jetzt nicht alles an. Die Mails allerdings schon. Antwort, da ist es wieder. Antwort gefallen. Wir fangen mal oben an. Da ist es wieder. Zunächst muss ich als zuständiger Tätowierer dich bitten, mit diesen Nachrichten aufzuhören. Wenn du ein Problem hast, komm in den Laden. Zweitens ist dein Hals prima geheilt, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Der Beschleuniger funktioniert. Wenn es wirklich, wie du behauptest, verschwimmt, dann liegt es wohl eher an deinem ständigen Kratzen und Fuschen. Zum letzten Mal, lass es in Ruhe. Komm vorbei, dann schaue ich mir aber... Dann schaue ich, aber langweile mich nicht mit deinen Sorgen. Ich bin kein Psychiater. Korrupte Daten. Die letzte Ladung war teilweise beschädigt. Ich konnte das meiste davon retten, aber wie gesagt, du musst dem Dechiffriertool mehr Zeit geben, um ihren Code zu knacken. Wenn wir diese Abmachung beibehalten wollen, musst du deinen Teil erfüllen. Das sind vertrauliche Daten. Jede entstellte Zeile Code bedeutet Stunden zusätzlicher Arbeit und meine Zeit ist kostbar. Ich sage es nochmal, die Software kann nicht entdeckt werden. Du kannst nur erwischt werden, wenn man dich beim Spielen oder an einer Workstation ertappt. Ich weiß, du hast Angst und ich weiß, welches Risiko die Situation für dich birgt. Aber genau dafür bezahle ich dich, ja. Antwort. Tut mir leid, Taylor. Ich weiß, wir kennen uns schon ewig, aber diesmal kann ich dir wirklich nicht helfen. Ich wünschte, ich könnte, aber selbst wenn wir Amirs anhaltende Gesundheitsprobleme außer Acht lassen, die Obrigen haben eine strenge Einstellungsrichtlinie eingeführt. Keine Bürger der Klasse C und definitiv keine Ex-Sträflinge. Ich weiß, Amir ist in Ordnung und er verdient eine zweite Chance. Aber ich kriege ihn an diesen Regeln nicht vorbei. Es tut mir wirklich leid, wenn ich dir sonst irgendwie helfen kann, sag mir Bescheid. Pass auf dich auf. Anetta. Dokumente. Der Amir Novak. Lebenslauf, Arbeitskopie. Angaben zur Person, Name Amir Novak, Geburtstag. So, Stärken, Fähigkeiten. Teamplayer, kann mit anderen zusammenarbeiten, auch wenn sie anders sind als ich. Das macht mir nichts, solange die Arbeit erledigt wird. Personalmanagement kann beurteilen, ob für einen Job geeignet ist oder nur prahlt. Konfliktlösung, kann für einen Fall allemal beseitigen. Kann Probleme ein für allemal beseitigen. Extreme Stressresistenz, kann hart arbeiten, auch wenn es hart auf hart kommt. Eingetragene Arbeitserfahrung, Lieferungsstellen, Privatsektor sicherstellen, dass Dinge dorthin gelangen, wo sie hingehören, mit Leuten reden. Reinigung, Strafanstalt, Straßenreinigung habe ich gut gemacht. Lange Schichten, habe sogar Überstunden gemacht. Hey! Okay, was ist das? Ah, das ist es schon wieder. Mit Feuer und Schwert. Sollen wir noch mal reingucken? So, wir können ja mal Level 4 machen. Dieses verdammt spinnt schon wieder. Ja.
Ach du Scheiße. Ich könnte mal die anlocken. Aber das ist schlecht, weil... Obwohl, doch, jetzt habe ich die ja auch drin. Genau, weil ich brauche ja dann noch ein Schwert gleich, um die da zu retten. So, jetzt habe ich die mit hinten dran. Die habe ich mit hinten dran. Ah, verdammt. Ja, dann kommt die. Jetzt habe ich natürlich nur noch das eine Schwert. Okay, pass auf. Jetzt müssen wir die anlocken. Ah, nee, das ist schlecht. Gut, war, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Warte mal. So. Mist, dann kriegt mich die. Ja, das ist schlecht. Warte mal. Einmal probier es noch. Ja. Müsste vielleicht. Warte mal. So, genau. Aber ich könnte die da oben jetzt wahrscheinlich. Warte mal. Erstmal holen wir es. Wir holen uns jetzt erstmal die Münzen. Die sind ja jetzt frei. So. Ah, nein! Mist, ich bin einmal zu weit vorgegangen. Scheiße. Okay, ein Versuch noch. So, jetzt hier hin. So, jetzt hier rüber. Die locken wir da hin. Die machen wir platt. So. Alles klar. Jetzt holen wir uns erst die Münzen. Ich gehe lieber ein bisschen weg. Ich weiß nicht, was für eine Reichweite die haben. So, jetzt holen wir die da erst weg. Vorsicht. So, jetzt müsste ich erst eigentlich die anderen alle anlocken. Aber wie kriege ich das hin? Mist, ich glaube, das habe ich schon falsch gemacht. Ja, weil jetzt, wenn ich nach vorne gehe, werde ich geschnappt. Ja. Okay, keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit rumprobieren. So, lassen wir das erstmal. Vielleicht machen wir das irgendwann mal in der Sonderfolge, dass ich einfach mal alle Level durchspiele. So, was ist... Ah, okay, das ist eine Frau und noch irgendein lustig aussehender Herr. Der etwas merkwürdig aussieht. Wir gucken uns das mal gerade in der Analyseansicht an. So, okay, alles klar. Ich dachte, dass wir vielleicht Infos darüber bekommen, wer das ist auf den Bildern. Hier ist noch ein Bild. Oh. You must be Helen. What else are we hiding in here? Mm. Jesus. Ja, ein bisschen. Okay, wir gucken uns gleich alles mit der Ansicht an. Ich möchte nur erstmal die Objekte. Das können wir wahrscheinlich auch noch scannen. Was war das gerade? Achso. Ich will nur erstmal die Objekte schauen, die wir sowieso nehmen können oder irgendwie in die Hand nehmen können. Hier können wir noch reingucken. Irgendwelche merkwürdigen Behälter. Was soll das sein? Keine Ahnung. Vielleicht in der... Das sind Getränkedosen. Alles klar. Da können wir auch noch reingucken. Das finde ich immer das Coole, dass man die ganzen Sachen auch noch öffnen kann. Und da ist wieder dieses Nanophage and I. Mhm. Oh, warte mal. Irgendwer hat da hinten drauf rumgemalt. Keine Ahnung. So, den haben wir uns schon angeguckt. Gut, machen wir erstmal eine normale Analyse. Kann ich das Blut, wieso kann ich das Blut hier in dem Becken nicht checken? So, hier können wir auch nochmal... Achso, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Oh, warte mal, hier ist noch irgendwas gerade gewesen. Irgendwas konnte ich hier noch... Hä? War doch gerade... Ach, da. Kinderschuhe. Moment mal. So kann ich die nicht analysieren. Was ist da los?
Die werden doch rot angezeigt, das heißt, ich müsste die doch eigentlich. Die wurden doch gerade. Kann ich mir die nicht angucken? Dann geht er sowieso raus. Shit. Dann haben wir hier einmal den. Ah, Malware entdeckt. Eieiei. Okay. Da ist noch was. Oh, was haben wir denn da? Credit Chip. Keine Übereinstimmung gefunden. Nicht registrierter Währungsspeicher. Inhalt leer. Credit Chip. Handy for storing off the grid currency. Grafischer Rahmen, alles klar. Ja, das Ding kann ich nicht untersuchen. Dass er nichts zu den Kinderschuhen sagt, hatten die eventuell ein Kind? Okay, irgendwas muss hier noch zu finden sein, sagt er. Grafischer Rahmen. Mal auf da. Okay, gehen wir nochmal auf die andere Ansicht. Haben wir hier doch noch irgendwelche biologischen Spuren? Wenn er schon sagt, dass hier noch was zu finden sein muss. Der Ventilator. Den können wir aber nicht scannen, ne? Nee. Dann haben wir hier auch alles, wa? Was sagt denn unser Protokoll? Finde Helena. Okay, Amir ist tot, aber seine Frau konnte entkommen. Der Traumfresser hat mir Eindrücke eines Tattoo-Studios gezeigt. Ich glaube, ich habe eines im Hof gesehen. Seltsames kleines Mädchen. Das kann ich mir gar nicht angucken. Moralnöffel. So, vielleicht sollte ich mich hineinwagen. Oh! Oh. Oh, das können wir auch noch machen. Ernsthaft? Okay. Ich glaube, das machen wir mal zuerst, bevor wir, ja. Ich habe eine Frau gefunden, die eine komische. Das wusste ich gar nicht, dass wir das noch machen können. Okay, pass auf. Wir gehen erst nochmal zurück zu der Frau, bevor wir raus in den Hof gehen. Wir können ja, glaube ich, sowieso noch nicht in den Hof, weil die Abriegelung ja immer noch besteht. Stimmt. Jetzt sag mir mal, wo die war. Apartment 106 war das, nicht wahr? Ich glaube ja. Okay, Apartment 106. Das ist ja auch ein stranges Fernsehprogramm. Okay, wir gehen nochmal zu Apartment 106. 105 bis 114. Das war ja, glaube ich, direkt hier, ne? So, und hier war das Tattoo-Studio, genau. Und da müssen wir ja gleich sowieso hin. Das heißt, wir gehen jetzt erst nochmal zu der Frau. Oder was? Hä, war hier nicht eine Tür? Was war das gerade für ein Geräusch? War hier nicht. Bin doch hier letztens, bin ich hier nicht drüber gegangen über diese Dings? Hm. Okay, dann gehen wir einfach hier weiter. Was war das gerade? Ist hier vielleicht noch irgendjemand in dem Gebäude? Ich habe keine Ahnung. Ach so, nee, das war ja gar nicht 106. Wo war denn diese komische Olle? Oh Gott, ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Verdammt, wo war das denn? In welchem Zimmer war das? Ich habe keine Ahnung. Ich müsste jetzt erst nochmal gucken gehen.
ich die denn gefunden? Warte mal, steht das nicht in unseren Aufzeichnungen drin? So, selbstmordes kleines Mädchen. Ich starte Neuverkabelung. Ich habe eine Frau gefunden. Ja, wo war das denn? Verdammt! Wo war das? Okay, gucke ich gerade mal, wo das gewesen ist. Ah, hier ist unser Kollege wieder. Hallo. Ich darf hier nicht rein, ne? Das war ja der Raum, wo wir... Genau, stimmt, wo der kam und hat uns gerettet, weil die Tür hinter uns zugegangen war. Richtig. Ich wollte nicht stören, aber darf ich trotzdem rein? Okay. Ich darf wohl nicht rein. Warum war jetzt hier so ein Vieh? Ich habe keine Ahnung. Ich will es auch gar nicht wissen. Auf jeden Fall dürfen wir da nicht rein. So, 111. Ja. So, hier war das Auge. Ich glaube, wir sind ganz in der Nähe. Ich meine, das war doch hier irgendwo. Irgendwo war das doch hier. Warum soll ich nicht aus diesem Gebäude kommen? Was, will das eventuell jemand verhindern, oder? Ja, hier sind wir richtig. Alles klar. Oh Gott, ich will eigentlich gar nicht da rein, gell? Ich möchte das eigentlich gar nicht. Oh, wo geht das überhaupt? Spezialgerät. Okay, offensichtlich dort. Wie kann ich mich denn hier jetzt verbinden? Wenn er schon sagt, soll ich mich hineinwagen? Vielleicht habe ich das irgendwie nicht gefunden. Er meint doch die hier, oder? Ich wüsste jetzt nicht, welche er sonst meinen könnte. Warte mal, ich gucke nochmal in die Aufzeichnungen rein. Amir Novak ist tot, aber seine Frau konnte entkommen. Der Traufenster hat mir einen... Ich glaube, ich habe... Ja. Das ist das. So, hier. Starte Neuverkabelung. Das hier war das, ne? Ich habe eine Frau gefunden, die an eine komische Vorrichtung angehängt ist. Sie ist kaum noch am Leben, aber ihre Neuroimplantat ist noch unversehrt. Ihr Nervenimplantat. Okay, wo ist denn das Nervenimplantat? Spezialgerät. Spezialgerät, ihr Nervenimplantat. Das war doch hier irgendwo. Warte mal. Ah, hier. Okay. Wie komme ich denn daran? Wie komme ich... Ah. So, mittlere Mausbutton zum Verbinden. Okay. Will ich das überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob ich das will, ehrlich gesagt. Oh Gott, nicht schon wieder so ein Horrortrip. Oh Gott, nein. Ich will kaum Widerstand leisten. Oh Gott, Fallprotokoll aktualisiert. Jetzt geht's schon wieder los. Alles klar. Okay, wir können jetzt vielleicht mal ein bisschen die Wohnung erkunden. So sah es hier vorher aus, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich soll es einfach nur heißen, dass sie abgeschirmt ist hier mit dem ganzen Schaumstoffzeug. Von der Außenwelt quasi. Ich meine, sie ist ja eh nicht mehr in der Lage zu gehen oder sich zu bewegen. Wobei ich mich dann eh frage, wie das überhaupt funktionieren soll, wenn sie dann nicht auf Toilette kann, keine Nahrung aufnimmt, die sitzt die ganze Zeit nur in diesem Stuhl. Oder es kommt jemand, der sie versorgt. Keine Ahnung. Okay, alles cool. Die ganzen Kassetten hier.
Bis jetzt sieht ja alles relativ normal aus, nicht wahr? Es wird wahrscheinlich aber nicht so bleiben. Augmentation is not an option. Okay, leider alles in Polnisch. Ich kann leider kein Polnisch.